In vielen Lebensbiografien gibt es Brüche. Häufig geschieht dies durch besonders einschneidende Erlebnisse. In anderen Fällen führen scheinbar belanglose Begebenheiten im Ergebnis zu einer kontinuierlichen Veränderung der eigenen Lebensweise, die damit zu einer Entfremdung vom bisherigen Umfeld führt. Dies alles ist nachvollziehbar. Aber es wird problematisch, wenn man aufgrund seiner eigenen Vergangenheitsbewältigung beginnt, ganz übel gegenüber seinem früheren Umfeld nachzutreten, wenn man die Tendenz aufweist, aufgrund eigener strafrechtlich relevanter Taten dies zu projizieren auf all seine früheren Mitstreiter und diesen, dem früheren Umfeld, den Kameraden, mehr oder minder unverblümt zu unterstellen, sie seien mehr oder minder nicht zurechnungsfähig. Ganz besonders eklig wird es dann, wenn man eben diese zur Schau gestellte Vergangenheitsbewältigung und die Wandlung seiner selbst, also dieses Saulus- und Paulus-Erlebnis, das man aufweist, dazu verwendet, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, anstatt etwas Vernünftiges zu arbeiten. Ein besonders perfides Duo bilden in diesem Zusammenhang Philipp Schlaffer und Axel Reitz. Wegen ihrer unsäglichen Berichterstattung in 2 Folgen auf ihrem YouTube-Kanal über den Ting der Titanen stehen daher im Juli 2022 am Pranger Philipp Schlaffer und Axel Reitz, Politmikroben ohne Kompetenz. Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Pranger-Folge, diesmal unter dem Motto Philipp Schlaffer und Axel Reitz, Politmikroben ohne Kompetenz. Da das YouTube-Format Ex, Rechte, Rotlicht, Rocker von Philipp Schlaffer in Kooperation mit Axel Reitz in 2 Folgen über den Ting der Titanen berichtet hat, habe ich mir die Mühe gemacht, diese beiden Protagonisten und ihre Berichterstattung etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Das sind also die beiden Aussteiger aus der ach so bösen und gefährlichen rechten Szene, Philipp Schlaffer und Axel Reitz. 2 Personen also, die sich aufgrund ihres unsäglichen, obskuren, lächerlichen und völlig indiskutablen politischen Verhaltens als Neonazis bezeichnen und die obendrein noch kriminell wurden. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Personen zudem einen psychischen Knacks hatten und vielleicht noch haben. In vielen Biografien gibt es kontinuierliche Veränderungsprozesse. Manchmal führt ein einziges einschneidendes Ereignis dazu, dass man sich von seinem bisherigen Umfeld völlig abkehrt. Problematisch wird es aber dann, wenn man sich in seiner eigenen ach so problematischen Vergangenheit geradezu suhlt. Schlaffer und Reitz versuchen pauschal, alle Rechten in einen obskuren, braunen Sumpf hineinzuziehen und damit ihre eigenen Missetaten, ihre eigene Straffälligkeit auf eine gesamte politische Bewegung zu übertragen. Besonders perfide, aufgrund ihrer eigenen Lebensbiografien, die zu Kriminalität führte, wird der Versuch unternommen, beziehungsweise es wird insinuiert, dass eine rechte Gesinnung nahezu zwangsweise zu kriminellen Handlungen führe. Man ist versucht zu sagen, Schlaffer und Reitz sind in jeder ihrer Folgen auf der krankhaften, nahezu psychopathologischen Suche nach Extremismus. In der völligen Abkehr von ihrer bisherigen bösen Vergangenheit als sogenannte Neonazis feiern sich Schlaffer und Reitz bei jeder Sendung aufgrund ihrer Wandlung vom Saulus zum Paulus und gefallen sich selbst in ihrer aufgesetzten Gutmenschenpose.
Obwohl sich die Argumentation der beiden Protagonisten nahezu ausnahmslos in inhaltsleeren Phrasen der bunten Republik ergeht, machen es die beiden Dauerschwätzer selten unter 2 Stunden. Man hat fast den Eindruck, hier hören sich die beiden Protagonisten vor allem gerne selbst. Und noch viel mehr, Schaffer und Reitz scheinen selbst ihre größten Anhänger zu sein, denn wer kann allen Ernstes eine derart seichte Argumentation teilweise bis zu 2,5 Stunden ertragen? Ein Blick auf die Seite extremislos.de lässt tief blicken. Hier lassen sich 2 Aussteiger aus der rechten Szene ihr Konvertitentum vom Neonazi zum Gutmenschen aus den prall gefüllten Fördertöpfen im Kampf gegen rechts prima bezahlen. Wie heißt es so schön zu einem Referenten von extremislos.de auf der gleichnamigen Seite? Nach 20 Jahren, einem Leben außerhalb der Gesellschaft, suchte ich mir psychologische Hilfe und wurde ca. 2 Jahre in meinem Wandel begleitet und unterstützt. Der Verdacht liegt nahe, dass der ehemalige schwerkriminelle Pseudorechte auch noch ein Drogenproblem hatte. Noch etwas schräger ist die Vita von Axel Reitz. Über ein Jahrzehnt spielte er mit dem langen schwarzen Ledermantel, mit dem er umherstolzierte, den Nazi-Kasper und brachte hirnverbrannten Nazi-Schwachsinn unter die Leute. Ich bin Nationalsozialist, ich bin Diabetiker, wurde da in jede Kamera gestammelt, die nicht rechtzeitig genug aus seinem Sprechfeld gebracht wurde. Über diese Rolle als Selbstdarsteller und Aufschneider ist Axel Reitz bis zum heutigen Tage nicht hinausgekommen. Heute stolziert der ehemalige Klein-Hitler von Köln. In Szenekreisen soll auch die Bezeichnung Hitler-Junge Popo üblich gewesen sein, im feinen Zwirn herum und mimt den feinsinnigen Konservativen. Auch für Axel Reitz lässt ein Zitat auf der Seite extremislos.de tief blicken. In Zusammenarbeit mit einem staatlichen Aussteigerprogramm und der evangelischen Kirche im Rheinland gelang Reitz im Laufe der folgenden Jahre eine persönliche, politische und soziale Rehabilitation durch intensive und kritische Aufarbeitung seiner Vergangenheit. Allein die Seite extremislos.de wimmelt von dilettantischen orthografischen Fehlern und ist zugeschnitten auf den typischen, umerzogenen Bundland-Idioten. In den YouTube-Beiträgen von Schlaffer und Reitz wird bei jedem Satz eines angeblichen Extremisten das Hohelied auf das beste Deutschland, das es jemals gegeben hat, angestimmt. Notorisch wird versucht, bei jeder deutlich von der Mehrheitsmeinung abweichenden Auffassung eine extremistische Tendenz zu erkennen und mehr noch, aufgrund der eigenen kriminellen Vergangenheit wird versucht, insbesondere Auffassungen aus dem rechten politischen Spektrum in einen proto-kriminellen Kontext zu ziehen. Das Geschwafel und Gesülze von Schlaffer und Reitz, zweier gekaufter neuer Bundland-Protagonisten, bedarf keiner näheren Untersuchung. Die beiden Herren Schlaffer und Reitz sollten einmal das Buch von Professor Rainer Mausfeld »Warum schweigen die Lämmer?« zur Hand nehmen und zumindest versuchen, dieses Buch zu lesen und zu verstehen. Professor Rainer Mausfeld ist ein deutscher Soziologe, der im linken politischen Spektrum angesiedelt ist. Seine Auffassungen zu Demokratie und Extremismus sollten den beiden Herren zu denken geben. In der Bundesrepublik Deutschland, wie im Übrigen in allen westlichen Demokratien, wird von den Herrschenden, welche die Besitzenden und diejenigen sind, die mittelbar die Medienmacht innehaben, ein intensives und umfangreiches Demokratiemanagement betrieben. Dies ist erforderlich, um das Paradoxon zu erklären, das darin besteht, dass eine kleine Minderheit, also die Herrschenden und mittelbare Inhaber der Medienmacht, die Vielzahl der sozial Abgehängten und mit der Alltagsbeschäftigung vollauf Ausgelasteten beherrschen kann,
obwohl diese kleine Minderheit völlig andere Interessen vertritt als die Vielzahl der sozial Abgehängten und vom Alltag Ausgelasteten. Nur so viel, unter anderem gibt es in jeder westlichen Demokratie ein sogenanntes Empörungsmanagement, das darin besteht, die Mehrheit der Bevölkerung von den eigentlichen Problemen abzulenken und ihr Interesse auf Nebensächlichkeiten wie beispielsweise den Genderblödsinn zu lenken. Die eigentlich elementaren Probleme und die Interessen dieser sozial Abgehängten und durch den Alltag vollauf Ausgelasteten werden nicht thematisiert. Beispielsweise wird das Globalthema Überalterung und Wohlstandsverlust in der Bundesrepublik Deutschland völlig ausgeklammert. Mit diesem Empörungsmanagement einhergehend ist eine allgemeine Infantilisierung der Gesellschaft festzustellen. Das heißt, das Bildungsniveau sinkt und damit auch das Diskussionsniveau. Der Konsumismus wird in den Mittelpunkt gestellt und die angeblich so freie demokratische Streitkultur findet dort ihr jähes Ende, wo der vorgegebene Korridor des Erlaubten überschritten wird. Stichwort Cancel Culture. Wer aus diesem Korridor ausschert, fällt der sozialen Ächtung anheim. Weiter wird eine Desillusionierung der Beherrschten forciert, die daraufhin abzielt, die sozial Abgehängten und diejenigen, die im Alltag vollauf ausgelastet sind, von jeder Hoffnung zu berauben, dass aufgrund ihres politischen Engagements fundamentale Änderungen in der Gesellschaft, in der sie leben müssen, möglich wären. Zu guter Letzt, und das ist ganz besonders wichtig, im Anklang an die notorischen Extremismusvorwürfe von Schlaffe und Reitz: Es gibt in einer Demokratie nichts Problematischeres als die Zusammenballung von politischer Macht mit wirtschaftlicher Macht, die wiederum direkt oder indirekt auch mediale Macht darstellt. Auf das Propagandamodell von Noam Chomsky sei hingewiesen. Nur weil Schlaffe und Reitz in ihrer Vergangenheit dumme, kriminelle Nazi-Kasper waren, ist nicht alles von einer derzeit vorgegebenen Mehrheitsmeinung abweichende als extremistisch anzusehen. Und vielmehr noch, es gibt keinen direkten und schon gar nicht funktionellen Zusammenhang zwischen einer rechten Weltanschauung und rechten Meinungsäußerungen und strafbaren Handlungen bzw. Kriminalität. Schlaffe und Reitz mögen kriminell geworden sein. Das sind neben obskuren politischen Auffassungen in ihrer Vergangenheit weitere charakterliche Fehler. Aber Schlaffe und Reitz wurden bestimmt nicht kriminell, weil sie angeblich Rechte waren. Was kann man zusammenhängend feststellen? Mit Schlaffe und Reitz setzen sich zwei selbstgerechte Selbstdarsteller politisch in Szene, die voll und ganz am Tropf des staatlich verordneten Kampfes gegen Rechts hängen. Mit ihren zahlreichen YouTube-Folgen dokumentieren die Herren Schlaffe und Reitz, dass ihr heutiger, vermeintlicher, neuer politischer Durchblick nicht allzu weit von ihrer früheren, dümmlichen, kriminellen Nazi-Vergangenheit entfernt ist. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge und ihr wisst ja, abonnieren nicht vergessen. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir werden in Deutschland Sieger feiern.